Kann sein, dass wir draußen wieder Besuch haben. Muss ich gucken, warte. Ist aber schon anständiger geworden. Ach, Mutti. Was denn los, hm? Kommt's hier nicht rein? Tut mir leid. Wir haben geschlossen. Pfarrer macht Urlaub. Gibt kein Beichtstuhlgeständnis. Jetzt nicht. Ah, du hast schon angefangen hier aufzubauen. Ja. Hast du denn eine gute Schaufel? Eine Zweier. Stein oder Eisen? Eisen. Okay. Hast du die? Willst du haben? Eisenschaufel. Oh, brauche ich. Ja, und würde ich gerne nehmen. Eisenschaufel habe ich nämlich nicht. Aber ich will dir deine Schaufel jetzt auch nicht klauen, ne? Nimm ruhig. Da muss ich nicht, muss ich nicht machen. Ist schon klar. Hier liegt noch eine Eisensteinschaufel, da mach ich meine Steinschaufel kaputt. Ja. Wo hast du die hingelegt? Ah, danke dir. Gut. Ja, dann graben wir die Nacht mal ein bisschen durch und am nächsten Morgen. Rohmaterialien habe ich doch hier. Wollte schon sagen, ich habe da was gebaut. Rohmaterialien, das bedeutet, hier kann das Eisen rein. Vorerst mal. Sand. Das nehme ich mal mit, das auch und das auch. Lehm. Gucken wir mal. Das kriegen wir doch bestimmt auch irgendwie unterirdisch irgendwann hin. Super. Kann ich mich hier schon mal ein bisschen aufräumen. So, Kochmaterialien, das ist ganz gut. Tierfett gehört auch dazu. Messing würde ich auch gerne in eine von den Rohmaterialien-Truhen geben. Genauso wie Stofffetzen. Das jetzt nicht unbedingt. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wohin damit. So, das sieht doch alles ganz gut aus. Hopfensamen habe ich mal gelesen. Ja, war ja für dich gedacht. Danke. Was ist eigentlich mit den Alteisenhandschuhen Level 2? Wollen wir die verkaufen oder willst du die anziehen? Ja, verkauf die. Okay. So, was brauche ich denn? Holz. Ja, Holz, das kriege ich noch hin.
Bar, das passt. Das passt auch. Gut, Kochzutaten. Muss man das Rezept gelernt haben, um Tee zu kochen? Ist eigentlich egal, oder? Eigentlich nicht. Und dann mache ich nämlich aus dem Wasser, was wir haben, erstmal Tee. Muss man gelernt haben, okay. Okay. Dann ist das so. Wir haben aber wieder gut Fleisch. Das passt. Kaffeesamen brauche ich jetzt hier nicht unbedingt. Saatguttruhe machen wir später, wenn es soweit ist, würde ich sagen. So, schön. Huhn! Huhn! Ups. Das war der gierige Nachbar. Ach. Ich habe gerade mir wild in die Luft geschossen, sozusagen. Und ich sah einfach von links nach rechts gerannt wie so ein Berserker. Als hätte ich dich erwischt, wie du meine Frau bespannst oder so. Das war einfach lustig, okay? Es war einfach lustig. Eisen, stimmt. Eisen, 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 Eisen. So, wunderbar. Das gefällt mir doch schon mal ganz gut. So. Willst du Gewehr? Nö. Dann können wir nämlich das Level 2er selbstgebaute Gewehr auch abschießen. Wenn ich verkaufen. Die selbstgebaute Pistole brauchen wir ja theoretisch nicht, weil wir haben ja an sich zwei Pistolen. Ja. Würde ich die nämlich auch mitnehmen zum Verkauf. Ja. Ich weiß nicht, was mit dem Recock ist. Fernkampfschaden ist eigentlich ganz geil. Na doch, den behalten wir mal. Auch für dich. So, dann will ich nämlich nochmal gucken. Was kann noch in die Truhe? Wenn ich auf dem Weg unterwegs zum Händler bin, dann nehme ich die Wasserflaschen und mache die nochmal voll. Jo. So, das kann ich mitnehmen. Kaffeebohnen und Maismehl. Juckerfrucht, das kann alles in die Kochzutatentruhe. Ansonsten sieht das doch ganz gut aus. Ballonmützen-Mod. Was? Kältewiderstand? Ändern. Okay. Doch ganz gut. Es lüftet sich nämlich hier gerade langsam. Ich nehme da nochmal das Geld mit, für den Fall, dass ich irgendwas finde, was man kaufen könnte. Nur zu, nur zu. Und du bist dann wahrscheinlich gerade beschäftigt. Ich bin am Renovieren. Okay. Bei dir oder bei den Nachbarn? Bei den Nachbarn. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das habe ich mir schon beinahe gedacht. Die haben das Zeug, was sie brauchen. Ja, dann engagieren sie halt dich, das ist ja klar. So, wunderbar, wunderbar. Das kann verkauft werden. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Hier bin ich selbst noch nicht so ganz sicher. Weil ich noch keinen Hammer oder so einen Scheiß habe. Gut. Dann kann ich die Nacht durchgraben.
bevor mir hier die Mauer einstürzt. Ich habe nur Schiss, dass wir noch, wir können ja unsere Eisensachen noch nicht reparieren. Ja. Wenn die kaputt sind, war es das natürlich, ne? Ja. Meine Axt macht auch nicht mehr lang mit. Müssen wir halt mal gucken, wo wir Eisen herkriegen und ob wir... Ja. Werkbank, ne? Brauchen wir dafür. Genau, Werkbank. Ja, dafür brauche ich das Rezept. Und wir müssen einen fortgeschrittenen Ingenieur basteln. Ja, das, du musst einen Skill machen, einfach nur auf einen Punkt investieren. Ich hab noch ein warte mal, fortgeschritten. Welcher, wo war was? Was genau ist denn das? Das Wahrnehmung? Intelligenz, nee, ne? Intelligenz. Intelligenz. Fortgeschrittener Ingenieur Schmied. Genau. Und Tüftler dann für die Arbeitsstation. Okay. Ja. Hab ich gemacht. Schmiede. Dafür brauche ich Klebeband, kurzes Eisenrohr, Leder, Lehmboden, kleiner Stein. Da könnte ich eigentlich basteln. So, kleiner Stein und Lehmboden. Kleiner Stein, Lehmboden. Leder und Klebeband. Leder haben wir doch auch. Leder und Klebeband. Und was noch? Kurzes Eisenrohr. Ja, das müssen wir doch auch haben. Super! Na dann, haben wir doch schon mal zwei Schmieden. Ich weiß nicht, was größer ist. 1, 2, 1, 2, 3. Ich glaube, die sind alle gleich groß. Nee, nicht ganz. Super. Dann gucke ich mal, was wir noch für Kohle im Holz. Du hast die ganze Kohle ins Lager getan, ne? Genau. Ja, genau. Ist doch perfekt. Kannst du doch schon noch mal sehen. Da sind wir doch schon noch mal einen Schritt weiter. Da haben wir schon mal drei Schmieden. Das ist ja gut. Das ist schon noch mal super. So, und morgen gehen wir dann noch mal zum Händler und machen noch mal ein paar Quests. In der Hoffnung, dass wir was Gutes kriegen, was uns weiterhelfen kann. Ja, hoffe ich. Um noch 6 Tage bis zum Blutmond, ne? Mhm.
aber noch mal gucken, dass ich mein Knochenmesser repariert kriege. Zumindest das. Knochen. Naja, das ist ja nicht das Problem. Also ist, ne, die Rohstoffmaterialien etc. sind jetzt erstmal ein bisschen willkürlich, damit wir einfach mal ein bisschen Zeug raus haben. Messingheizkörper, brauchen wir den für irgendwas? Oder können wir den einfach nur zerlegen? Das ist für das Auto. Okay, dann behalten wir den erst. Behalten wir den erstmal so gut es geht. Eisen, Zement. Ich weiß nicht, warum du alles da in eine Truhe reinlegst. Ich habe nämlich schon zwei Truhen gebaut, wo wir Zeug sammeln können. Hier haben wir noch Platz für zwei Items und dann können wir schön. Was haben wir denn hier noch? Benzin können wir da reinstecken. Ja, da habe ich jetzt auch keine Probleme mit. Pflanzenfasern kommen sowieso mit. Eisenrohre habe ich auch schon. Das jetzt noch nicht, aber es macht jetzt auch nichts. Das sind halt eher viele so Einzelsachen. Dann würde ich sagen, Papier. Nee, Nitrat. Komm. Super. Gut. Ich habe ja gesagt, die Nacht wollte ich hier durchgraben. Also von daher machen wir da weiter. Ich hoffe, es stört euch jetzt nicht, dass wir noch ein bisschen 7 Days spielen. Wir haben jetzt in der letzten Zeit so viel Sons of the Forest gespielt, dass ich das ein bisschen, fand ich im Kai gegenüber ein bisschen schade. Schaufel kaputt. Na, immerhin sind wir ein bisschen weit gekommen. So, das kann dahin. Das wollte ich mitnehmen. Dann wollte ich ja gleich nochmal zum Händler, um Shit zu verkaufen. Das gefällt mir ganz gut. So. So. Der Händler kauft ja nur bis zu einer gewissen Anzahl an Materialien, ne? Wenn wir irgendwas bauen oder so, dann holt er das ja nicht dauerhaft. Ja. Sondern nur 10 oder 20 Stück, je nachdem. Genau, genau. Von daher.
traue diesem Spielplatz nicht. Ein rostiges radioaktives Fass neben am Spielplatz. Das ist natürlich eine sehr gute und eine sehr eine sehr schöne Lagerung. Ja. Irgendwas zum, also so einen mechanischen Schlüssel oder so brauche ich. Dass wir geschmiedeten Stahl kriegen. Obwohl, warte mal. Wir haben doch schon eine Schmiede. Gammelfleisch. Unberührt. Dosen. Die elektrischen Komponenten, die ich hier abbauen will. Dafür brauche ich wirklich so einen Schlüssel oder so. Ja, bekommst halt auch mehr raus. Deswegen lasse ich die mal hier so gut es geht in Ruhe. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das so findet? Wie ich solche Sachen immer so angehe und wie es der Kai immer macht. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich es besser mache. Ich denke mal, jeder macht so, wie er es denkt. Ich bin halt. Ja, gut, ja, so vom Zuschauen her. Weil ich bin halt eher nicht so der Typ, der so reinrennt und mit dem Hammer alles niederwälzt. Sondern ich bin eigentlich eher so der Typ, der so ein bisschen einschleicht und so ein bisschen spannend macht, weil ich es halt auch spannend finde. Ja, klar. Ja, keine Ahnung, jeder spielt anders. Ich meine, ihr sollt mir halt nur sagen, ob ihr es besser findet, dass wenn man da, was weiß ich, komplett einfach reinrennt und alles niederwälzt oder ob man da eher so, ob es mehr Spaß macht, jemand zuzugucken, wenn er so ein bisschen da hin und her snackt. Oder sneakt. Wie, ich bin schon überladen. Wie denn das? So. Muss eh mal Sachen verkaufen, also von daher. Wollen wir uns beim Händler treffen? Ja, kann man machen. Na, wäre ich Glück mit der Jen. Ja. Ich verkaufe gerade erstmal den ganzen Kram und gucken, ob die irgendwas Besonderes zum Kauf hat. Another stranger in need? I've got what you're looking for. Ja, das sehe ich. Zwei ganz dicke Argumente. Können wir noch irgendwas verkaufen? Ne, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Aloha-Creme. Komm, weg damit. Drauf geschissen. Alrighty then. Stay safe out there. Ja, Radkappenmine. Ne, ich will eigentlich eher. Oh, die verkauft ein Motorrad für 30.000. Ja. Für
10.000, verkauf dir eine Compound-Armbrust. Bauplan, Schrotflintenmod, Kneipenschlägerei, Bogen, Armbrustteile. Holy moly, Mädel! Ich genieße nicht nur deine Optik. Ah, ein Holzbogen, Level 2. Dagegen, wenn ich mit den holen würde? Nimm nur, kauf dir nur das, was du willst. Ja, es ist ja unser Geld. Ich muss es ja schon irgendwie ein bisschen mit dir. Harter Kerl, Sonnenbrille. If you were here to buy, I've got the best selection of medicine in the wasteland. Thanks for letting me take care of you. Zeig doch mal dein Maul, Mädchen. Erst noch loben und jetzt. Ja. So, dann rauben wir die mal aus. Interagieren. Hier liegt Gammelfleisch rum, ich kann es nicht abbauen. Ja, das ist. Ich habe aber das Gefühl, die Jen, die wohnt immer gleich. Also ist jetzt nicht so, dass da irgendwie sich was ändert oder so. Sondern ich habe so das Gefühl, dass die immer den gleichen Aufbau der Base haben. Ach, der Kai hat hier schon alles geplündert. Nix, okay. Gut. Hey, Bubi. Na, Feuerwehrmann. So, jetzt wollen wir mal gucken. Nimmst du schon mal eine Aufgabe an? Ja, mach ich. Thank you so much. Hey, come again. Don't look so good. You might want to get some antibiotics for that. Besiege Zombies 118 Meter westlich. Mach das. Oh, this is the best way to get Dukes. And do hurry. I have a protection payment coming up soon. If you find any extra medicine out there, I'll buy it. Was habe ich denn hier? Beseitige Zombies 205 Meter. Das ist doch ganz gut. I think I've got a job. Oh, I would kiss you, but Ja, ja. So, dann gehen wir erstmal nach Hause, legen unseren ganzen Kram ab. Ich habe nämlich trotzdem volles Inventar. Jo. Und dann teilen wir erstmal die Aufgaben. So, warte mal, wo haben wir es denn? Aufgabe, säubern, Quest teilen. Meine ist auch geteilt. Muss ich annehmen? Nee, ne? Doch. Doch, klar. Gut. So, dann machen wir alles leer. Warte mal, wir haben die linke Kirche aber schon sauber gemacht, ne? Genau. Und rechts, die ist noch unberührt. Sehe ich schon angenommen? Nee, noch nicht. Doch, ich habe beide angenommen. Nee, ich meine jetzt aktiviert. So, nee. Keine Ahnung, ob ich hier noch irgendwelche Kochzutaten müsste ich haben. Wollen wir das Geld wieder in eine Truhe legen und es dann absprechen? Ja, ne? Ja. Können wir machen. So, lege ich das Geld nämlich mal hier rein. Und
Rest müsste ich eigentlich hier gut ablegen können. Super, ich habe sogar geschmiedetes Eisen bekommen. Ich weiß nur nicht woher. Das ist gut, das ist gut. So, Federn habe ich auch sau viele. Um Pfeile zu machen, brauche ich theoretisch Eisenspitzpfeile, aber noch nicht, ne? Nee. Das bedeutet, ich müsste bei Eisenpfeilen bleiben. Pfeilpfütze aus Spitzen aus Stahl, aber das kann ich noch nicht machen, ne? Eisenpfeil. Eisenpfeil könnte ich. Stahlpfeil. Stahl, Steinpfeil, Steinholz. Okay. Gut. Müssen wir nur gucken, dass wir irgendwo noch eine Truhe machen, wo wir das Zeug, wo wir wieder so eine Verkaufstruhe. Ja. Gut, fangen wir erstmal jemand an. Ist das deine oder ist es meine? Das ist, glaub, deine. Gut. Okay, die Briefkästen hätten wir wenigstens abklappern können. Da war bestimmt nichts Dolles drin. Nee, war nicht, das ist ein Papiermüll. Ja. Auch. Das gleiche. Nehme an, das ist hier diese gesamte Gegend. Ja. Okay. Gut, ist ja jetzt nicht so viel, ne? Nein, sind sechs. Dann würde ich sagen, übernimm du links und ich rechts. Denke aber, dass ich nicht so der schnelle Spieler bin, ne? Jo, alles gut. Ich bin eher der Genießer. Ein Level 6er Schraubenschlüssel. Jo. Heidewitzka. Das ist echt gut. Weißt du, wenn ich, warum jetzt hier viel Stuff drin war, aber. Warte mal, was ist denn? Nahkampfwaffen und Werkzeuge. Verringert die Abnutzung um. Warte mal. Verändern ist vielleicht gar nicht schlecht. Football-Helm gefunden. Mhm. Ist wahrscheinlich schon durch. Nee, ich bin nur im zweiten schon erst. Du Rotzvieh! Du hässlicher Hund! Hat der mich jetzt erschreckt? Oh mein Gott, auf einmal war der da. Die elende Drecksau.
Immer war diese kleine Missgeburt da. Was du hast, hab ich jetzt den besten Loot bekommen. In der Runde. Ich hab nur diesen einen, das eine Ding gekriegt. Ja, ich hab hier nur Dosen im Glas. Die leere Mülltonne. Du warst hier schon? Ja. Jetzt habe ich nicht alles durchsucht. Ich kann nicht mehr. Gut. Oh, ja, hier fehlt aber noch irgendwo was. Ja, bei mir der letzte. Achso, machst du? Ja. Gut. Rede mit dem Händler. Ich gehe schon mal zum Dingsbums. Mhm. Guck mal, was der so hat. Ich habe noch ein bisschen Platz. So. Naja, die 300 Meter kann ich auch mal schnell rennen. Ja, ja. Und dann folge ich dir. In den Baumstümpfen ist ja manchmal Dingsbums drin, ne? Honig. Ja. Habe ich aber auch das Gefühl, dass seit den zwei, seit der letzten Zeit irgendwie eher weniger. Foxy, bist du noch da? Ich habe heute bei deinem Streamer reingeguckt. Du wirst verstehen, warum ich schnell abgeschaltet habe, weil es mir einfach zu langweilig war, dir 10 oder 15 Minuten zuzugucken, ohne überhaupt was zu sagen und nur das Klacken deiner Tastatur zu hören. Ist zwar schön, dass du mit irgendwelchen Kumpels gesprochen hast, aber Junge! Bei aller Liebe! Ein bisschen auf den Chat solltest du schon eingehen. Yo! Der hat aber ein Barett gemacht. Ja, ich bin überladen. Komm, ist egal. Ist das Kohle oder ist das Blei? Ich glaube, das ist Blei. So, was haben wir denn hier drin? Legendäre automatische Schrotflintenpaket. Ui. Komm, der ist ja noch am Leben. Das war's.
Das war's mit dem Huhn. Hühnerjagen lohnt sich, weil da kriegst du so viele Federn. Ja. Nein, ich habe keine kleinen Steine mehr. Ernsthaft. Super duper, super duper. Warte mal, habe ich? Ich habe auch schon.